Hallo, herzlich willkommen zurück bei Emergency Dortmund 2020, der Mod für Emergency 4. Heute stelle ich euch die Version 2021.1 vor. Eine sehr umfangreiche, ein sehr umfangreicher Patch, den ich gerade hochgeladen habe. Ich hoffe, wenn ihr dieses Video hier zu sehen bekommt, dass es auch schon von den Moderatoren freigegeben ist. Wir werden uns jetzt zusammen einmal die Änderung der Version durchgucken. Den Changelog, den findet ihr auch in der Mod-Datei und außerdem im Support-Thread. Grund dafür ist einfach, dass dass bei den vergangenen Versionen immer bemängelt wurde, dass ich keinen Changelog liefere, und das wollte ich so schnell wie möglich beheben. So. Schauen wir einfach mal rein. Ihr habt gleich drei verschiedene Möglichkeiten, diese Mod zu spielen. Nummer 1, Kampagne. Es gibt insgesamt 20 Missionen, wie vorher auch. Nicht alle sind von mir modifiziert. Einige sind portiert auf neue Maps. Und viele sind auch tatsächlich neu. Aber das kennt ihr schon. Ja, die einzige Mission, die ich jetzt wirklich neu gemacht habe, ist die Mission Nummer 4. Da habt ihr auch das Video schon online von. Das ist die Mission Revier Derby, die dritte Halbzeit. Das habe ich jetzt neu gemacht. Und ansonsten habe ich noch die Kampagne ein bisschen überarbeitet. Die Kampagnen-Map, das können wir uns mal kurz anschauen. So, ihr seht jetzt hier die Kampagnen-Map. Die ist fast original mit ein paar Ausnahmen. Und zwar gibt es hier eine Rettungswache, hier eine zweite Rettungswache, hier ein Krankenhaus, hier eine Polizeiwache. So, und jetzt kommt der Clou. Ihr habt hier eine Station. Ja. Und ihr müsst einmal zu Beginn der Kampagne hier auf Kampagne initialisieren klicken. Dann seht ihr erstmal, dass die Blinklichter ausgegangen sind. Und dann habt ihr auch, wie üblich, auf den Tasten 1, 2 und 3 die verschiedenen Funktionen. Auf der 1 sind die Fahrzeuge, die ihr rufen könnt. Ja. Auf der 2 sind die Tore. Und auf der 3 sind die verschiedenen Fahrzeuggenerationen, die ihr spielen könnt. Und hier ist tatsächlich der Clou, dass ihr... Ich mache hier mal gerade ein Beispiel. So. Warten wir mal, bis alle da sind. Der Clou hier ist, dass ihr verschiedene Fahrzeuggenerationen hier spielen könnt. Ja, meine Güte. Warten wir mal kurz, bis alle da sind. So. Also. Zur Ansicht. Das hier ist die erste Fahrzeuggeneration, die ist sehr alt, das ist aus den frühen 2000ern. Dann habt ihr hier die Fahrzeuggeneration 2 von 2015 und dann hier die neueste Fahrzeuggeneration. Ja.
Ich habe dabei darauf geachtet, dass ihr auch mal ein bisschen was Neues bekommt. Ihr habt hier zum Beispiel einen örtlichen privaten Anbieter, der tatsächlich hier auch entsprechend mitwächst. Ja. Genau, das wollte ich euch zeigen. Das ist ein kleines Gimmick. Nichts Großes, aber ja. Alles klar. Achso, ihr müsst es natürlich nicht benutzen. Ihr könnt natürlich auch, wie üblich, die Kampagne so spielen. Wie gesagt, das ist ein kleines Gimmick. Habe ich mal eingebaut. Ich hoffe, es gefällt. Also, bevor ich es vergesse, großes Achtung. Schaut auf jeden Fall, dass die HLFs zum Beispiel nicht in Benutzung sind, wenn ihr die Fahrzeuge wechselt. Das führt auf jeden Fall zum Absturz. Okay? Gut. Gehen wir mal eine Runde weiter. Gucken wir uns mal die Dortmund City Map an, was sich dort verändert hat. Zunächst einmal, habe ich die Map ein bisschen aufgehübscht. Schauen wir uns einmal zuerst den Hauptbahnhof an. Der sieht inzwischen so aus. Die Plattform kann über diese Treppe hier betreten werden. Und es sind hier auch Hydranten. Okay, des Weiteren gibt es nun hier eine kleine Polizeiinspektion, die rückt aber auch nur aus, wenn sie entsprechend durch den Zugführer alarmiert wird. Er hier in der Mitte ist ein Polizeihundefahrzeug, da kommen wir entsprechend gleich zu. So, kümmern wir uns erstmal um die bewusstlose Person. Der Rest ist ungefähr so geblieben wie gehabt. Was Rettungsdienstansätze angeht, zeige ich euch gleich noch ein paar weitere Gimmicks. So, solange wir auf den Rettungsdienst warten, schauen wir uns mal ein paar neue Gebäude an. Wir haben hier das Rathaus einmal. Wir haben hier das Käthe-Kollwitz-Gymnasium mit den angrenzenden Sporthallen. Wir haben das städtische Klinikum und wir haben eine neue Kirche. Des Weiteren, jetzt müssen wir mal gerade gucken, Fahrzeug 19, dass wir... So. Höre wird ausgeführt. Fahrzeug 41 hört. Des Weiteren haben wir hier ein Saturn, ich meine natürlich ein Uranus und die Nachbildung einer bekannten Einkaufskette. Hier ebenso. Und hier die Nachbildung einer bekannten Bank. So. Schauen wir mal, dass wir also noch einmal einsacken und dann zeige ich euch, wie das jetzt mit den Krankenhäusern funktioniert. Und zwar, schauen wir mal ein bisschen vor. Wählen wir mal aus. Ihr habt hier K1, 3, 4, 13, 14 und 15. Auf der Dortmund City Map sind die Krankenhäuser 1, 3 und 4 erreichbar. Ja, also städtische Kliniken, ein städtisches Kinderklinikum und das Johanneshospital. Wir fahren jetzt in Notarztbegleitung. Das bedeutet, wir schicken den RTW vor
Und wir schicken das NEF hinterher. Hier ist die Liegendanfahrt. Warten wir mal kurz, bis die da sind. Der RTW parkt entsprechend ein. Das NEF kommt hinterher. Und sackt den Notarzt ein. Beide Fahrzeuge gehen in Status 1 und können wieder gerufen werden. Parken jetzt aber erstmal, bis sie keinen anderen Befehl bekommen, hier am Krankenhaus. Aber sie können dann, wie gesagt, hier über das Alarmmenü gerufen werden. So, das ist der passende Augenblick, mal den Diensthundeführer zu alarmieren. Fahrzeug 28 hört. Der hat nämlich ein nettes Gimmick. Der kann Leute beißen. Also nicht der Hundeführer, sondern der Hund. Sollen wir mal kurz den Hund wieder einfangen? So, tun wir ihn wieder weg. Dann holen wir uns natürlich entsprechend ein bisschen Leute her. So. Des Weiteren neu, kann ich euch ja auch mal zeigen, ist der Rüstzug bestehend aus einem Rüstwagen und einem Kran. Wo wir gerade dabei sind, zeige ich euch auch die neuen Fahrzeug 10, Fahrzeug 33 hört. Schilderfunktionen. Fahrzeug 11, Fahrzeug 32 hört. So, helft mir mal gerade. Den 11 RTW hatten wir gerade geschickt, ne? Gut. Was gibt es umgehend? Fahrzeug 10 hört. Ist denn aber, ja? So, und zwar können jetzt verschiedene Leute Schilder aufstellen und auch wieder wegnehmen. Oh, das ist so eine kleine, ein kleines Gadget. Wir haben hier einmal das das neue Kran-Design und ganz frisch den neuen Rüstwagen. Dann, bevor ich es vergesse, wir haben jetzt endlich die Absitzen-Skripts. Vielen lieben Dank an das Team von der Florian Hamburg Mod, die mir diese wirklich lieberweise zur Verfügung gestellt hat. Vielen lieben Dank. Könnt ihr einmal Crash-Rettung klicken und die Leute steigen entsprechend aus und rüsten sich für eine Crash-Rettung aus. So. Dasselbe funktioniert für Menschenrettung. Da steigen zwei mit einem Schlauch aus und drei mit einem Helligen-Tool. Und Person in der Tür ist einfach eine Person mit einem Helligen-Tool. Und Schnellangriff kennt ihr. Ja, so. Dann könnt ihr Heckwarnleuchte anschalten. Ja, deswegen schnibbeln wir hier mal ein bisschen rum. Nicht, dass hier noch jemand stirbt. Und der Zugführer, der Gruppenführer kann auch ein Schildchen hinstellen. Höre, wird gemacht. Fahrzeug 27 hört. Und er kann ein Triblitz aufstellen. Fahrzeug 10, Fahrzeug 33 hört. Im Übrigen kann man den Triblitz auch drehen. Und bevor ich es auch vergesse, wir können hier inzwischen auch einen Abschlepper, rufen. Der Abschlepper, den gibt es einmal pro Map. Ihr müsst also mit dem Abschlepper entsprechend haushalten. Ihr könnt aber auch von außen entsprechend Abschlepper dazu rufen.
Fahrzeug 18. Höre. Hier habt ihr einmal die Funktion mit THW-Leuten Power Moon aufzustellen. Sieht dann entsprechend so aus. Fahrzeug 19. Fahrzeug 19. Könnt ihr auch an- und ausstellen. Und ihr könnt außerdem... Fahrzeug 11. Schauen wir mal, dass wir... Fahrzeug 33 hört. Fahrzeug 41 hört. Ein bisschen weiterkommen kurz. So. Ja. Ist in Arbeit. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Auf dem Weg. Fahrzeug 30 hört. Durchgeführt. Fahrzeug so. 6. Ihr könnt außerdem... mit den Bereitschaftspolizisten schon unterwegs. Fahrzeug 20. Entsprechende Absperrungen ja. aufbauen. Des Weiteren Roger. Gibt es jetzt eine kleine Anpassung. Und zwar ist nicht automatisch mit einer Blendgranate das Granatenwerfen ausgewählt, sondern das Laufen. Wenn ihr die Granate werfen wollt, klickt ihr auf Blendgranate werfen. Bestätige. Macht das Ganze um vieles einfacher. Die Straßensperre wurde genauso angepasst. Irgendwie ging die Tür gerade merkwürdig auf. Habt ihr das auch gesehen? Upsi. Gucken wir uns noch mal an. Tatsache. Oh, die geht revolving auf. Ei. Na, seht ihr, haben wir schon einen Bug gefunden. Ha, sehr schön. Es gibt Sachen, die passieren leider. Naja, okay. Fahrzeug steht zur Verfügung. Gut. Wenden wir uns mal weiteren Fahrzeugänderungen zu. Und zwar gibt es einen neuen ELW. Es gibt einen neuen Kommandowagen. Ich habe das Kev ein bisschen verschönert, in dem Sinne, dass ich die Farbe ein bisschen heller gemacht habe. Und, Obacht, ich habe den Leiterpark entsprechend erneuert. Ich hatte bisher immer das Problem, dass es keine passenden Leiterparks im Forum gab. Das hat sich jetzt zum Glück geändert und ich habe hier entsprechend eine Anpassung gemacht. Warten wir mal kurz, bis die da sind. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Ansonsten gibt es noch das Motorrad. Das ist das, was ihr schon auch aus dem Forum kennt. Das habe ich ein bisschen umgeskinnt, aber nicht wesentlich. Entsprechend gibt es bei den Fahrzeug 25. Fahrzeug 27. Wird ausgeführt. Bei den Leitern jetzt auch entsprechende sag schon Animation. Alles, also ist alles ein klein wenig hübscher geworden. Des Weiteren Fahrzeug 41 hört. Ich brauche nochmal ein RTW, um das zu zeigen. RTW 4. Fahrzeug 41 hört. Fahrzeug 19 hört. Höre. Bin unterwegs. Des Weiteren gibt es eine Infektionsfahrtlogik. Und zwar gab es ja in der Mod das Problem schon seit langer Zeit, dass Verletzte nicht mehr dekontaminiert werden konnten. Nur unverletzte Personen. Und ich habe das nicht weggekriegt. So, dann habe ich mir gedacht, okay, dann machst du das jetzt als den Bug als Feature. Und zwar könnt ihr jetzt verletzte kontaminierte Personen nur noch mit dem RTW abtransportieren. Und dieser muss hinterher zum Desinfektor. Das ist auf beiden Maps und auch im Multiplayer
verfügbar. Was gibt's? Bedeutet für die Jungs, dass sie sich umziehen müssen. Dann entsprechend den Patienten versorgen und dann zum Desinfektor fahren. Ist der beim Desinfektor angekommen, regeneriert er sich, kriegt 100% Health und wird außerdem desinfiziert. Macht ihr das mit einer kontaminierten Person, mit einem kontaminierten Fahrzeug nicht, bekommt die nächste Person, die dort drin transportiert wird, ein Kontaminationsstatus. Was nicht ganz ungefährlich ist, denn wenn die Leute, die da drin sitzen, keinen Anzug anhaben, werden sie gleich mitkontaminiert. Und das solltet ihr vermeiden. So, jetzt habe ich doch glatt vergessen, dass es ein neues Decon-P gibt. Das letzte war leider ziemlich funktionsgestört und deswegen haben wir jetzt hier ein brandneues altes Decon-P von MAN. Fahrzeug 30. Wie immer müsst ihr euch in Erinnerung rufen, ich kann kein 3D modellieren. Deswegen ruft euch ins Gedächtnis, wenn ihr hier irgendetwas seht, was von mir sein könnte, dann sind es nur Skins. Okay? Gut. Achso, und natürlich die Map, ne? Das ist klar. Des Weiteren gibt es jetzt, ja, Blitzeinschlag, schön. Des Weiteren gibt es jetzt auf dieser Map neue Einsätze. Zum Beispiel die Person im Gleis, illegale Demonstration und den Sniper. Und ja, ansonsten gibt es noch ganz viele kleine Änderungen. Zum Beispiel habe ich die Behandlungssounds massiv leiser gemacht. Und auch ausgewechselt. Wenn der Notarzt jetzt behandelt, hört man ganz leise das Klingeln vom Corpus C3. Und auch die Reanimationssounds habe ich ausgewechselt und leiser gemacht, weil sie doch gerade bei großen Einsätzen, und die Kampagne hat ja große Einsätze, sodass sie nicht mehr so krass nerven. Gut, das wurde zwar nicht an mich herangetragen, interessanterweise, aber ich habe es dann irgendwann selber gemerkt, dass gerade bei großen Missionen das doch unangenehm ist. Gut, ansonsten, Notarzt haben wir, genau, also ihr habt schon mitgekriegt, dass das Helligen-Tool die Axt ersetzt, was gleichzeitig bedeutet, dass ihr mit dem Helligen-Tool keine Bäume abhacken könnt, aber dafür hat sowieso jeder mit Verstand bisher die Motorsäge benutzt. Deswegen dachte ich, warum wir denn kein Helligen-Tool aufs Auto schmeißen. Genau. Ansonsten das mit den Schildern, das können auch der LNA und der Orgel. Das sind dann entsprechend die Schilder Behandlungsplatz und Bereitstellungsraum. Soweit, so gut. Ansonsten gibt es natürlich noch viele kleine Änderungen bei den Fahrzeugskins. Und ich würde mal sagen, bevor wir uns jetzt hier festlabern, gehen wir mal rüber zur Herde-Map. So, also, das hatte ich jetzt gerade tatsächlich noch vergessen. Und zwar gibt es jetzt eine Wachampel und die schaltet ihr Fahrzeug 11 über die Torschaltung. Das heißt, alarmiert was, geht auf das Tor oder drückt die 6 auf der Tastatur und aktiviert die Ampel. Und hier sind dann auch tatsächlich die ganzen Tore drauf. Soweit so einfach. Des Weiteren
wo wir gerade dabei sind, können wir auch mal kurz den Einsatz mit bearbeiten. Auf dem Weg. Des Weiteren gibt es hier ganz viele kosmetische Änderungen. Fahrzeug 9. Die einfach die Masse ausmachen. Zum Beispiel haben wir hier so ein bisschen die Wohngegend ein bisschen aufgehübscht. Ne? Fahrzeug 9. Ja, ansonsten gibt es auch hier natürlich die Möglichkeit, die Krankenhäuser anzufahren. Zeige ich euch natürlich sofort. In dem Fall ist hier das K13, 14 und 15. Seht ihr natürlich wie immer auf der Map eingezeichnet. Fahrzeug 9. Und das 13 ist die Orthoklinik, das ehemalige Britannien, 15 das Hüttenspital und die 14 das Josefshospital. Fahrzeug 9. Ansonsten seht ihr hier, wie das Ganze funktioniert. Diesmal ohne Notarzt. Und das Ganze funktioniert tatsächlich völlig komplikationslos. Oh, Person vermisst, auch schön. Fahrzeug 11. Ja. Was wollen wir machen? So. Fahrzeug steht zur Verfügung. So, ansonsten seht ihr hier, dass hier ein bisschen Busverkehr ist. Und zeige ich euch gleich. Wir haben hier den Hörer Bahnhof implementiert. Das ist hier. Was ist die Hörder Bahnhofsstraße oder was? Gute Frage, wie heißt. Auf jeden Fall ist das in Wirklichkeit tatsächlich eine komplette Straße, die hier rüberführt. Aber es war auch im Maßstab, so wie es in Wirklichkeit ist, nicht zu machen. Dann haben wir hier das Phoenix-Gymnasium. Wer dort wagt, erkennt es hoffentlich wieder. Hat ein bisschen gedauert, das Ding zu bauen. Beziehungsweise zu skinnen, ne, ist es ja. Genau. Und er hier ist jetzt natürlich in Status 1, nicht wahr? Sonst haben wir natürlich einen schönen Sniper. Schauen wir mal, dass wir den einmal einsacken. Und ansonsten auch schon mal saftig. Fahrzeug 11, Fahrzeug 13. Saftig Leute erholen zum Behandeln. So, bevor ich mich jetzt hier festlaber, kommen wir noch zu ein paar Änderungen, sofern ich mich jetzt noch an welche erinnere. So, scheint mein RTW dazwischen. Fahrzeug 38, auf dem Weg. So. Fahrzeug 29. Ganze 4 Verletzte. Uiuiui. Fahrzeug 29. Hör, es geht. Los geht's. Schön behandeln hier, schön behandeln. So, jetzt haben wir hier den LNA und hier zur Erinnerung, ne, er kann einmal triagieren. Dafür ist er da. Er kann auch behandeln, aber dafür ist er nicht da. Er kann eine Sichtungsbilanz vor Ort erstellen, die nicht immer so wirklich gut funktioniert. So, jetzt funktioniert es besser. Und er kann einen Fallsignalbehandlungsplatz aufstellen. Gerade für den Multiplayer finde ich das ganz nett, wenn man den Leuten signalisiert, wo sie was hinstellen soll. Genau. Soldaten, sagen wir mal ein. Fahrzeug 38 höher. Wird dann entsprechend zum Gefängnis abtransportiert. Und auch hier müsst ihr die Person nicht mehr in selbstständig irgendwo rein befördern. So, das haben wir natürlich einen schönen Stau verursacht. Fahrzeug 47 hört. Gut, jetzt müssen wir gerade überlegen, ob wir noch irgendetwas Größeres haben, was ich euch noch zeigen möchte. Gut, wir haben natürlich
die... Na, ist eine Frage. War der schon drin in der letzten Version? Gute Frage. Ach, ich rufe einfach mal, ja. Wir haben hier ein paar private Fahrzeuge, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Okay, der war, den gab es schon vorher. Genau. Die Insulin-Führer hatte ich euch schon gezeigt. Genau, dann haben wir hier noch für die Kampagne einen alten Funkstreifenwagen der Landespolizei NRW. Achso, fällt mir doch noch was ein. Und zwar habe ich die unschöne Sache gefixt, dass man standardmäßig das Pfefferspray auf Personen nutzt und nicht die Festnahme. Jetzt habe ich da so priorisiert, dass ihr standardmäßig die Festnahme ausgewählt habt. So. So, hier sind entsprechend die neuen Fahrzeuge. Fahrzeug 34. Habt. Die sind einerseits von der Firma K&G, die jetzt inzwischen zu Falk gehört und zwischendurch zu Gard gehört hat. Und ihr habt hier Fahrzeug 33. In drei verschiedenen. Hier in drei verschiedenen Generationen und hier habt ihr die relativ neue Firma Reinoldus GmbH, die jetzt auch in Dortmund und in Lünen fährt. Gut, in diesem Sinne, Multiplayer kann ich jetzt mit euch leider nicht durchgehen. Da schauen wir vielleicht gleich einmal in den Editor rein. Ansonsten findet ihr im Changelog unten noch den Absatz von den Sachen, die noch nicht implementiert sind, die noch implementiert werden sollen. Ihr dürft die natürlich im Forum gerne ergänzen. Gut. Ansonsten, ja, die ganzen Bugfixes lasse ich mal aus. Das, was hier ist, das ist das, was ich euch gezeigt habe, ist das, was das groß was im Großen und Ganzen ist. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.